Hey ho, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Project Ozone Light. Genau, Light. Nicht 2 Kappa Mode oder sonst irgendwas. Warum habe ich das überhaupt in meinem Inventar? Das brauche ich doch überhaupt nicht. Das ist das, was ich eigentlich gern haben will. Wir haben das irgendwann mal abgeschlossen in der letzten Episode. Ich habe jetzt noch ganz kurz einen Tick gesiftet und ein bisschen Zeugs gemacht, dass wir da durch sind. Noch ein Charm, den kein Mensch brauchen kann. Flora Fertilizer. Dafür brauche ich doch eigentlich Gras. Gras habe ich im Moment nicht, weil ich noch keine Erde gesiftet habe. Das ist gar keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Das mache ich auch mal. Oh, was brauchen die, dass ich die siften kann überhaupt? Die gehen nur mit String Mesh. Okay, das ist doof. Dann werde ich dafür... Ich muss mich daran gewöhnen, dass es immer noch verkehrt rum ist. Habe ich noch einen Slab irgendwo rumfliegen? Wahrscheinlich nicht. Das ist akzeptabel. Das hier, das hier. Eins von denen. Reguläres String Mesh. Sif, das und... Wir wollen Grassamen haben. Ah, stimmt, das gibt geschmolzene Kabel. Das ist in dem Pack jetzt nicht so wichtig. Aber mal schauen, was wir bekommen. Wir haben Dark Oak Seeds bekommen. Ach, das ist so angenehm. Man muss nicht eine Viertelstunde dafür angeln, dass man die ganzen Setzlinge bekommt. Man kann sie einfach siften. Wie viel haben wir inzwischen da? Haben wir 135 Stück, das ist sehr schön. Da können wir ziemlich gleich mal richtig loslegen. Ja, das, und natürlich muss ich dran denken, dass ich hier auch noch andere Sachen bekomme. Grassamen. Ich werde das jetzt erstmal umfunktionieren. Ancient Spores sind schön und gut, aber im Moment nicht sinnvoll. Wahrscheinlich tue ich die Sachen jetzt auch einfach mal hier rein. Die Stone Pebbles nehme ich natürlich trotzdem her. Weil jedes bisschen hilft. Ich hätte wirklich gerne einen Compacting Drawer, auch für die Sachen. Kann ich noch ein Kabel mehr haben? Danke. Okay. Und dann nutze ich einfach mal hier hinten den Platz, wo noch ein bisschen was da ist. Hammern. Jetzt ist die Frage, was will ich denn haben? Wahrscheinlich Sand. Ja, ich denke, ich gehe jetzt erstmal auf Sand ein bisschen. Genau, und jetzt werden wir auch gleich die Magie der 22 sehen. Schwupps. Genau, und damit kriegt man halt... Ah, okay, der macht dieses Autofüllen und alles Mögliche. Das ist aber immer erst... So, und wenn ich jetzt hier die vollen 25 gemacht hätte, wäre das genau gleich schnell. Mit dem Unterschied, dass ich 3 Meshes mehr bräuchte. 4 Meshes. 3 Meshes. 1, 2, 3. Ja. Genau. So ungefähr. Ein halber Stack. Das kann ich ja direkt da reinschmeißen. Was haben wir hier? Das ist Gold. Hier Norium. Ein Ingot ist natürlich viel zu wenig, um da groß mit was zu machen. Wahrscheinlich wird das nächste erstmal dann ein bisschen Sand oder so sein. Schauen wir mal, was will er als nächstes haben. Das dauert lang. Storage Control, dafür brauche ich mehrere Drawer. Die Sachen brauchen alle Eisen, das dauert noch einen Moment. Tinker Says Zeugs für later use. Das können wir machen, sobald wir ein bisschen Kohle bekommen. Da können wir dann nicht Carbon-Sachen herstellen mit. Ja, ich würde fast sagen, wir holen uns mal hier wieder ein bisschen Material. Und dann würde ich, in welche Richtung will ich als nächstes gehen? Wahrscheinlich hier rüber. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier in die Mitte eins von denen. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das werden wir später alles noch ein bisschen beschönigen. Das ist das, worauf wir uns später freuen können. Vielleicht sollte ich tatsächlich auch ein Barrel für die Sachen hernehmen. So viel Holz, wie ich im Moment habe, das ist schön und gut. Aber andere Sachen sind sinnvoll. Okay, ich brauche Dust. Ich brauche jetzt definitiv Dust, fällt mir nur so ein. Deshalb würde ich sagen, ja, ich hätte wirklich gern, ich freue mich drauf, wenn ich einen Storage Drawer für die Sachen habe. Damit ist es dann endlich nicht mehr ganz so unglaublich nervig. Und Hammer Time und Hammer Time nochmal. Sehr schön, ich habe gerade noch genug. Dann kann ich den weghauen. Sehr schön. Passt. Dust. Den kriege ich auch direkt so ins Inventar. Und dann können wir den auch nochmal siften. Wir kriegen ja das. Das ist das Angenehme an den neueren Nexi-Nihilo-Sachen. Die sind nicht mehr ganz so. Ich habe eine Sache für Gravel, Kabel und für Dust und für Sand und was weiß ich, sondern wirklich nur, das sind immer die gleichen Chunks und fertig. Das war wirklich eine der richtig nervigen Sachen früher. So. Und jetzt soll sie. Das ist so toll angenehm, hier die Sachen zu machen. Oh, ich habe noch keine Iron Meshes, was natürlich jetzt dafür sorgt, dass die Sachen so sind, wie sie sind. Ich habe natürlich jetzt nicht die richtigen Sachen bekommen, das ist natürlich doof. Naja, was habe ich hier? Ein Stack Goldohr. Schön, was habe ich hier? Acacia, Birch, Cactus, Carrot, Dark Oak, Karat Carrot. Different Ores sind okay, das können wir später mal machen. Ehrlich gesagt, wir könnten ein Nature Core theoretisch. Das wäre natürlich auch eine lustige Sache. Ich brauche dazu nur mal ein bisschen irgendwas. Vielleicht mache ich hier eine Nature Island hin. Nature Core Island. 3, 6, 9, yep. Das ist dann knallgefüllt mit den Dingern. Und das ist eine super, super dämliche Idee, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man die Dinger nicht so nicht einfach mehr los wird. Ich glaube, die sind unbreakable. Nur mal so nebenbei bemerkt. Aber das interessiert mich ja nicht. Wenn ich kostenfreie Ressourcen bekomme. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, weil die gerne Sachen um sich herum platzieren. Und deshalb will ich hier die auch frei machen. Shears hätte ich auch sehr gerne. Shears wäre auch die nächste gute Möglichkeit, als Sache herzustellen. Vielleicht warte ich aber auch, bis ich einen Mana-Pool habe. Ist hier Botania drauf? Ja, natürlich. Wir spielen Garten auf Glas. Natürlich ist Botania drauf. Ich trottel. Ja, die Dinger sind total cool. Theoretisch könnte ich auch auf die Dinger, dann verliere ich zwar einen Spot. Aber ich glaube, dafür spawnt dann hier nichts mehr. Ist das so korrekt? Vielleicht tue ich hier auch nochmal einen rein. Oder ich tue es auf alle. Sehr gut. Okay. Die Sachen spreaden schön. Man muss halt immer aufpassen, wenn man die in der Nähe von Gras hat, bauen die Bäume und sorgen für Bone Meal Effekte und so Zeugs. So, jetzt kann ich die langsam wieder alle aufheben. Ich glaube, es gibt keinen Grund, die so zu belassen. 22 Stück. Sehr schön. Ich glaube, die brauchen auch wieder richtig viel Eisen. Iron Mesh.
Da brauche ich zwar eine Gigatonne Eisen für, dürfte aber nicht dramatisch sein. Holz habe ich noch, Schwung Holz zum Einschmelzen. Das hier ungefähr. Und dann würde ich fast sagen, ich baue mal ein bisschen mehr Zeugs noch an. Normalerweise sollte ich warten, bis zumindest die Torch einen Spot unter sich hat. Ein Grasspot unter sich hat. Andererseits, das ist auch okay, wenn ich das so mache. Vielleicht sollte ich doch ein paar Crooks herstellen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr als notwendig. Ein bisschen sehr viel mehr als notwendig. Schwupps und bald bin ich komplett eingemauert. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch irgendwo Platz frei ist. Yep, ein bisschen war noch. Dann sollte ich mal ein bisschen Applesauce essen und dann schauen wir mal, wie viel Holz wir bekommen. Ein Haufen. Sehr schön. Und zwei Stacks Setzlinge, das ist sehr gut. Sogar ein bisschen, ups, verkehrt. Ja, stimmt, ich habe die rausgenommen, die letzten. Perfekt. Schön. 10 Kohle hier, das ist angenehm. Dann kann ich noch mal ein paar mehr machen. Eins, zwei, drei. Und wahrscheinlich würde ich fast sagen, dass wir dann tatsächlich langsam Sand herstellen können. Das dauert noch eine Weile, bis ich das machen kann. Ungefähr so. Ja, 42 Stück. Dann kriege ich genügend Blöcke dafür. Da muss ich nur jetzt wieder ein bisschen das hier hernehmen. Okay. Wow, das wird meinen Hammer schon wieder komplett ruinieren. Auch schade. Naja, nicht wirklich. Das ist jetzt nicht das Allerteuerste herzustellen. Und nachdem der jetzt nicht mehr die Durability dafür hat, kann ich gleich den nächsten herstellen. Ungefähr so. Und jetzt muss ich aufpassen, weil es gibt einen Riesenhaufen Blöcke. Perfekt. Die Setzlinge, die restlichen, ich tue die jetzt mal einfach da rein. Das Schöne ist, egal was ich mache da drüben, das wird mich retten. Im Fall der Fälle. Falls ich es komplett versau. Okay, das darf dann mal hier hin. Dann sollte ich nur noch mal ein bisschen auffüllen. Und dann passt das ein bisschen besser noch. Sehr gut. Was weiß ich. Und ab jetzt dürften wir auch eine gewisse Chance haben für Redstone. Yep. Genau wie erwartet. Und das ist ja das, worum es uns im Moment primär geht. Oh, wir kriegen nicht alle Ressourcen. Warum das? Wir haben zwei Sachen, die zu viel sind. Das, das, das. Die kann ich da einlagern. Ein bisschen wird dann noch mehr verloren gehen. Wahrscheinlich sobald. Naja, wir schauen mal. Ach ja, die Nature Cores, die sind so lustig anzuschauen. Es ist zwar ein totaler Blödsinn, das zu machen, aber ich fand es lustig. Auch wenn es mich eine Insel kostet. Andererseits, ich kann halt da jederzeit hingehen, mit einer Schere Shift-Rechtsklick machen und schon wird das sich von selbst alles verbessern. Ach ja, das war auch früher so buggy.
Das sind nur Nature Cores, genau. Ich kann ich zoomen? Ja, das lohnt sich ein bisschen zumindest. Es bringt mir nichts, die Karte so gigantisch groß zu haben, wenn ich sowieso noch so kleine Sachen mache. Ach ja, so viel schönes Zeugs für uns, alles schön für uns. Haha. Wie viel habe ich inzwischen schon? Ein bisschen mehr noch, und dann kann ich einen kompletten Stack von dem Zeugs herstellen. Sehr angenehm. Ich kann doch bestimmt hier nochmal ein Furnace oder ein Stack herstellen. Nein, ein Stack Furnace ist nicht, aber ein paar zumindest. Hot Topic. Ja, das hatte ich davor auch schon mal. Ich brauche dringend Eisen. Das ist schon mal ein halbes Set theoretisch. Deponier mal diesen ganzen Kram hier irgendwo. So, dann habe ich ein bisschen Platz. Das ist das, was ich brauche. Und dann brauche ich 2, 4, 6 nochmal. Noch mehr Eisen, das ich im Moment mir nicht leisten kann. Ich habe hier zum Glück auch noch mal so eine Sache. Lasst mich mal kurz durch die Nacht schlafen. Das nervt nämlich. Wie viel haben wir? 16 Minuten. 16,5 Minuten. Wir kommen relativ gut voran, finde ich. Das ist das Schöne an diesem Pack. Man kommt einfach voran. Andererseits ist halt die Sache im Expert-Mode. Dann machen wir mal die hier. Wahrscheinlich sollte ich mal einen Schwung von denen holen. Dann kann ich hier rüber gehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und ab hier kommt dann das da in die Mitte. 3 hierhin. 1, 2, 3 dahin. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 9. Fackel, 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 Fackel. Und dann würde ich fast sagen, komm, hier meine Schmelzer hin. 1, 1. Das hier. Dann kommt ein Ofen dahin. Ein Hopper dahin. Ein Hopper oben drauf. Eine Kiste hierhin, eine Kiste dahin. Und da kommt der Fuel rein. Hier oben kommen dann die Sachen rein, die man eingeschmolzen haben will. Und der Rest geht dann ganz von allein. Habe ich genügend Material für eine Schere? Ja, das lohnt sich dann auch, die zu erstellen. Dann zeige ich nämlich auch ein bisschen, was ich. Huch. Wo kommt der her? Ah, wir sind ziemlich nah an dem Dings. Das dürfte die Sache sein. Warum ist das so rötlich hier alles? Unbekannt. Naja. So. Dann wird es mal Zeit, diese Lücken hier ein bisschen aufzufüllen. Ich fülle die nämlich sehr, sehr gerne mit Leaves auf. In meinem anderen Testlauf hatte ich die Plattform 7x7, aber die waren mir immer zu klein für alles Mögliche und hatte dafür nur einen Abstand von 1. Das ist aber auch okay. Ups. Ja, natürlich. Naja, dramatisch ist es nicht. Jetzt kann ich zumindest ein bisschen rumlaufen, ohne sofort in Gefahr zu laufen. Wie viel ist hier noch drin? Nichts mehr. Ich habe doch bestimmt noch ein bisschen mehr von dem Iron Ore Zeugs, die ich einschmelzen kann. Teile hier mal ein bisschen die da auf. Und dann zifte ich noch ein bisschen. Ja, später mal man vielleicht noch ein bisschen schöner die Sachen alle bauen, die Plattform ein bisschen aufrüsten. Puh, nicht davon, nicht abhauen bitte, Glowstone. Ich brauche dich doch noch etwas.
Naja, schauen wir mal. So viel Zeugs. Ja, ich habe im Moment das Zeugs im Inventar. Warum fangen die das Brennen an? Muss ich verstehen, warum die jetzt eben angefangen haben zu brennen? Das ist merkwürdig. Wenn das der Fall ist, werde ich wahrscheinlich keine Ahnung, was das für ein Problem ist. Gab es hier eine Nachricht? Nö. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Auf einmal fangen meine Sachen an zu brennen. Das ist ungünstig. Ich habe nirgendwo Lava oder sonst was. Na gut. Wird schon irgendwo seinen Grund haben. So, zwei Stacks von denen. Dann kann ich auch noch mal ein bisschen so machen. Bisschen hiervon. Die kann ich dann wieder hier hinten rein tun. Das Schöne ist, die kann man halt dann immer gleich zwei nebeneinander bauen, sobald man genügend Eisen hat. Und dann wird das alles besser. Alles wird besser. Immer besser. So, fünf Stück. Ich bräuchte mehr Kisten. Gar kein Problem. Kisten kann man problemlos herstellen. Wenn ich mich nicht einmal zu verklickt hätte. So, das hier. Vielleicht sollte ich doch einen kompletten Stack von dem Zeugs nehmen und umwandeln. Dann kann ich wenigstens einen Schwungkisten da haben. Klick. Furnace. Klick. Chest. Klick. Chest. Dann kann man theoretisch. Ja, das wird jetzt alles der erledigen. Dann kann ich schon das nicht den anderen Schmelzer vorbereiten. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Klick, klick. Perfekt. Ja. Und dann wird natürlich hier drüben auch noch dann einer hinkommen. Und hier auch. Sehr schön. Ist der inzwischen fertig mit seinem Zeugs? Angenehm. Gut. Dann würde ich fast sagen, wir werden hier oben mal das reinfüllen. Hier hinten das reinfüllen. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie weit wir da kommen. Vier Stück, perfekt. Dann kann ich ja direkt 1, 2, 3 machen. Dann tue ich hier schon mal wieder den ersten hin. Okay, gut. Das kann man natürlich später alles noch ein bisschen optimieren. Dann würde ich wahrscheinlich das hier machen. Die kommen oben rein. Genau, das ist ganz ordentliche Vanilla Tradition. Und den nehme ich auch noch mal mit und dann tue ich den hier oben rein. Schwupps. Und wir produzieren endlich Holzkohle komplett sinnvoll. Yep. Und das ist war diese ursprüngliche Fehler von mir. Keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt genau ausgeht, sonst irgendwie. Wir werden schauen, was passiert. Lustig wäre es jetzt, das hier zu machen. Und theoretisch das hier zu machen. Ups, der hat die anderen Leaves auch mitgeschiert. Das ist doof. Naja.
Gut. Jetzt können wir wieder richtig schön Erde herstellen. Dafür hätte ich auch gerne Hopper. Das wird das nächste sein, was ich gerne automatisieren will. Dann nehme ich einfach mal eins von denen hier weg. Zwei von denen. Klick, klick. Ah, okay, der pflanzt seine Sache an. Das kommt dorthin, das kommt dorthin, das kommt dorthin, das kommt dorthin und das kommt obendrauf. Und das gleiche kommt dann wahrscheinlich auf der anderen Seite nochmal. Yep. Ungefähr auf die Variante. Was brauche ich nochmal? Jetzt nochmal so ein dämliches Fass. Und dann ist es etwas symmetrischer. Klick. Das. Klick. Das. Genial. Vier Stück, dann kann ich doch dieses Ding hier gerade noch hammern. Den letzten Block, was weiß ich. Weg damit. Das wird ganz, ganz langsam die Erde herstellen, die wir brauchen. Das ist okay. Okay, nächster Schritt. Ich kann die Eisenautomatisierung verbessern. Ich habe noch Kisten übrig gehabt und verwende schon die nächsten. Das war doof. Doof in Anführungszeichen. Dann würde ich sagen, ich nehme hier mal das hier. Nach wie vor keine Ahnung, warum das überhaupt dann so chaotisch war. Nachdem wir jetzt Redstone haben, können wir Kolben herstellen. Damit können wir unsere Sachen herstellen. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode. Bis dahin, viel Spaß hier drin. Bye bye.